Urgentiam, absolutionem, remissionem, omnium peccatorum vestrorum, spatium vere fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribu ad vobis omnipotens et misericors Dominus, Patris, et Filii, Spiritus Sancti, das römische Papsttum, durch Krieg und Betrug groß geworden, durch Krieg und Betrug groß geblieben, hatte sowohl den Ausbruch des Ersten Weltkriegs gefördert, als auch entscheidend die Heraufkunft des Faschismus in Italien, Deutschland und Spanien. Und während die päpstlichen Komplizen Mussolini, Hitler, Franco Triumphe auf Triumphe an ihre Fahnen hefteten, standen selbstverständlich die Bischöfe dieser Staaten, und nicht nur sie, unverbrüchlich zu den Star-Banditen des Jahrhunderts. In Deutschland legten so gut wie alle namhaften Vertreter des Katholizismus Treubekenntnis um Treubekenntnis zu Adolf Hitler ab. Die prominentesten Theologen bekannten sich begeistert zu ihm und seiner Bewegung, Joseph Lorz etwa, Michael Schmaus oder Karl Adam, ein katholischer Gelehrter von Weltgeltung, der noch 1940, als Hitlers Ruhm gipfelte, schrieb: Nun steht dieses neue Dritte Reich vor uns, voll heißen Lebenswillens und Leidenschaft, voll unbändiger Kraft, voll schöpferischer Fruchtbarkeit. Wir Katholiken wissen uns als Glieder dieses Reiches und erblicken unsere höchste irdische Aufgabe in unserem Dienst am Reich. Um des Gewissens willen dienen wir dem neuen Reich mit allen unseren Kräften, mag kommen, was will. Nun freilich, was kam schon? Das Jahr 1951 und das große Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland für Karl Adam. Verliehen vom Bundespräsidenten Theodor Heuss, der seinerseits sogar schon 1932 in seinem Buch Hitlers Weg Hitlers lautere Beweggründe, Aufrichtigkeit, fabelhafte Leistung, seinen Willen, der nicht handeln und bandeln, der siegen will, gerühmt hatte, obwohl Heuss wusste, dass Köpfe rollen würden. Und auch der Bundespräsident Heuss erhielt, wie Hitler-Lobsinger Adam, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Wie die renommiertesten Theologen, so traten auch die Führer der deutschen katholischen Jugend mit aller Entschiedenheit für Hitler ein. Der Verbandsführer des CV Forschbach, der Generalpräses des Jungmännerverbandes Monsignore Wolker, der Generalsekretär des katholischen Gesellenvereins Nattermann. Er feierte den Stifter dieses Gesellenvereins, den dann 1980 auch von Papst Johannes Paul II. In Köln hochgelobten Adolf Kolping, und schrieb an Hitler, er, der Führer, habe Kolpings Streben durch politische Macht vollendet. Dass die katholischen und natürlich ebenso die evangelischen Bischöfe Deutschlands dem nationalsozialistischen Bluthund beistanden, dass sie seinen Staat und ihn selber immer wieder priesen, wurde hier schon von mir gezeigt. Doch nicht nur 1933 sahen sie im Hitlerreich, wie alle Bischöfe zusammen bekannten, einen Abglanz der göttlichen Herrschaft und eine Teilnahme an der ewigen Autorität Gottes. Nicht nur 1933 stellten sie sich, wie man der Welt immer wieder weismachen will, durch Hitlers diabolische Taktik getäuscht, hinter diesen. Nein, die klare, durch hunderte von Hirtenbriefen und Bistumsblätterhymnen zu beweisende Tatsache ist, bis in die letzten Jahre des Zweiten Weltkriegs unterstützten die Deutschen und seit 1938 die österreichischen katholischen Bischöfe mit zunehmender Intensität einen der größten Verbrecher der Weltgeschichte.